Ja, die Blassenburg gibt es ungefähr 900 Jahre schon. Die steht hier auf dem Berg, letztendlich auf dem Sandsteinfelsen. Und da ist auch der Name entstanden, die Burg auf dem Blassen Berg, auf dem Kahlen Berg. Wie wird sie heute genutzt? Heute kann der Besucher 4 Museen entdecken. Also 2 bei uns, 2 bei den Kollegen drüben. Also es gibt noch das Armeemuseum, Museum Hohenzollern, die Maigrafenzimmer. Und es ist eine sehr imposante Burganlage, natürlich sehr groß. Es gibt dann nicht nur die Hochburg, es gibt auch die Niederburg, es gibt noch Teile der Befestigungsanlagen und einen fantastischen Blick natürlich über die Altstadt von Kulmbach. Jürgen Treppner ist mein Name, ich bin hier Museumsverantwortlicher für das Deutsche Zinnfigurenmuseum und das Landschaftsmuseum Obermain. Ja, und da befinden wir uns auch im Landschaftsmuseum Obermain und direkt beim Pörbitscher Schatz. Das ist einer unserer Highlights hier. Dieser Schatz wurde im Dreißigjährigen Krieg vergraben und war mehrere Jahrhunderte unter der Erde, ohne dass ihn jemand entdeckt hat. Und 1912 hat man den dann erst entdeckt bei Bauarbeiten und seitdem ist er in städtischen Museen ausgestellt. Und im Museum gibt es noch viel mehr zu entdecken. Hier erzählen Schautafeln die Geschichte Kulmbachs und der Blassenburg. Verschiedene Fundstücke und Bilder lassen die Besucher in die Vergangenheit eintauchen. Und auch die dunklen Seiten der Stadt leben wieder auf, genau wie eine mysteriöse Sagengestalt. Vor allem auf die Welt der silberglänzenden Zinnfiguren ist Jürgen Treppner besonders stolz. Kein Wunder, denn das Kulmbacher Zinnfigurenmuseum ist etwas ganz Besonderes. Wir sind das größte der Welt. Wir haben über 300.000 Zinnfiguren und wir haben über 150 Dioramen. Also Diorama ist ein Schaubild mit Zinnfiguren und wir stellen die Weltgeschichte dar. Also wir sagen immer Weltgeschichte in Zinn. Man kann also hier ganz anschaulichen Geschichtsunterricht machen. Geschichtsunterricht live an einem geschichtsträchtigen Ort. Perfekt, denn die Blassenburg hat viel zu erzählen. Die Burg wurde ja für verschiedene Zwecke genutzt. Nachdem jetzt der letzte Markgraf abgedankt hat, 1792, war es ja hauptsächlich Gefängnis gewesen, dann teilweise auch Kriegsgefangenenlager, dann nach dem Ersten Weltkrieg wieder kurzzeitig Gefängnis und dann war sie leer gestanden. Da hat man überlegt, was man reinmacht. Damals war das Thema Zinnfiguren recht populär und da ist halt diese praktisch Burg damit belebt worden. Im Laufe der Zeit kamen noch 3 weitere Museen hinzu. Im Sommer finden auf der Burg außerdem Konzerte statt. Dieses vielfältige Programm und die beeindruckende Burganlage machen die Blassenburg zu einem der schönsten Ausflugsziele der Region und auch weit über die Grenzen Oberfrankens hinaus.